generell ein bisschen Historie über das Fahrzeug, Baujahr, wie sind Sie dazu gekommen, was haben Sie gemacht mit dem Fahrzeug? Baujahr 92, wurde von 90 bis 92 gebaut, 907 Stück weltweit, 388 davon nach Deutschland ausgeliefert. Auslieferung wie folgt, 12 Opel-Händler, also es ist ein Lotus, kein Opel, ja. Ein Lotus im Opel-Gewand, 12 Opel-Händler in Deutschland durften ihn vertreiben, mussten vorher zur Schulung. Über die wurde er verkauft für 125.000 D-Mark damals, wahnsinnig viel Geld. Und wenn man sich dafür entschied, wurde man eingeladen nach Dudenhofen, Teststrecke von Opel. Ein Wochenende, Hotelunterkunft, kleiner Fahrerlehrgang, offizielle Übergabe, Schlüssel, Auto etc. War damals der schnellste Serienlimousine der Welt und mit 283 eingetragen. Von der Elastizität noch deutlich besser als ein Ferrari Testarossa, also der Wolf im Schafspelz, der nach außen halt ausschaut wie ein Opel Omega. Absolut. Wann haben Sie das Auto gekauft? Oder wie ist es zu Ihnen gekommen? Im Familienbesitz, quasi eine Midlife-Crisis-Sünde meines Papas. Okay. Genau. Und er hat 23.000 Kilometer drauf bis heute. Und Mama wollte, also wir haben ein kleines Unternehmen, Mama wollte dann nicht wirklich, was sagen denn die Leute so in der Kleinstadt. Und dann ist er in die Garage gewandert. Mein Vater hat sonst immer Ford gefahren, Granada, Scorpio. Und er durfte dann nur raus, wenn der Ford in der Werkstatt war oder zum Urlaub nach Bayerischen Wald der Reichenhall, wo die halt immer so im Urlaub waren. Inzwischen ist Papa 85. Und da ich auch Oldtimer sammle, ist er dann zu mir gewandert. Und im letzten Jahr habe ich Paragraph 23 gemacht und jetzt ist er auf meiner Rundnummer. Wunderbar. Das Auto ist komplett original. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass er noch die originalen Ventilkappen hat. Das wusste ich nicht. Das ist ein Omega. Ja. Diese Gummis wurden nur für dieses Auto gebaut. Also die Räder sind tatsächlich schon 31 Jahre alt. Was der Tüffler beim Paragraph kurz bemängelt hat, dann haben wir ihm die Geschichte erzählt und dann ich fahre damit E-Kanin 300. Bin jetzt von Fürth auf der Landstraße runtergefahren gestern. Alles gut. Alles gut gegangen. Ja, das ist natürlich schade, wenn man zu der Historie den Reifen aufgrund seiner Naseluft. Ich sage immer, du musst nachts aufwachen, riechen und dann musst du wissen, was für ein Auto das ist. Absolut, das ist auch immer mein erstes Kriterium, wenn ich ein Auto betrachte, einfach mal in die Luft nehmen und sagen, gut, hier riecht man wirklich fast ein Neufahrzeug, ja, mit einem Ledergeruch. Und es ist natürlich auch hier ordentlich verbaut, ordentlich Leder verwendet worden. Und, absolut, und das riecht man auch. Das Leder ist natürlich einer der, ich glaube, der intensivsten Leder, die man einfach hat. Ja. Und der Wagen steht wirklich da, als wäre er gerade ausgeliefert. Ja, ich kann Ihnen noch ein wenig Gehör zeigen, was wir damals so gekriegt haben. Also erstens gibt es diesen, von der Armaturenbrett steht der Nummer 656, da gab es dann den Silberstoffanhänger, wo 56 draufsteht. Dann gab es die Geldbörse 656, das steht da drauf. Dann gab es der entsprechende Reklamebuch mit der Nummer 656. Toll. Die Präsentationsunterlagen, die Bordmappe mit dem Radiopass, also ist alles da. Alles da. Das ist fantastisch. Also das sieht so schön aus und das alles eben komplett ist. Das heißt, eigentlich fahren Sie, würden Sie gerne mehr fahren, aber es tut dann weh, ne? Wenn man dann. Ich bin eigentlich ein wenig ein Engländer-Fan, wir haben uns gerade unterhalten. Minis und Mokes und aber halt so genügend zum Fahren und da habe ich mir echt überlegt, so schön wie es ist, aber bei der Historie lieber ein wenig Kilometer sparen, wer weiß, ob man nicht doch einmal verkaufen muss, was ich eigentlich nie möchte. Weil er ist ja so, ich habe noch nie einen auf der Straße gesehen, er ist ja so selten. Die meisten wissen ja gar nicht, um was es sich. Wir haben hier Farbe, einen, wie nennt sich das? Empire Green. Empire. Gab es nur in der Farbe. Also da gab es überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche Sonderwünsche umzusetzen. Das Auto gab es nur so.
So ein wunderbar originales Auto, Sie sehen mit allen Details, die Sie haben. Darf ich? Gerne. Ja, also Vollgas-Pisten sind derzeit auch sehr die Rolle mit drin. Das sind auch bei uns ja auch, das sind immer die Motoren. Und sagen wir mal, zu der Zeit, was wir tun, als Vollgas-Pisten ist schon fast. Das sind mal die Studien. Da ist das, was du gerade hast, von einem Schiff, das ist mit was drin. Jedes hast du doch geschafft. Also das, was da entsteht, ist schon sehr explosiv. Also habe ich schon lange nicht mehr gesehen in der Qualität. Ich bin auch mega stolz. Und ich habe ihn gestern zum ersten Mal in dem Jahr gefahren. Also natürlich wird er steht in der beheizten Halle und alles. Schlüssel und drin läuft. Das ist schon, ich mag es nicht, wenn du immer das Risiko hast, dass sie nicht funktionieren. Mhm. Er wird regelmäßig bewegt, wenn in Mitteleuropa kein Wölkchen am Himmel ist. Gestern hat es mir echt im Herzen wehgetan. Das glaube ich, ja, ja, das ist wohl wahr. Aber wir haben Glück gehabt. Und ja, dann steht er so da. Wunderbar, kann ich wirklich nur gratulieren und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da sind. Vito. Und herzlichen Dank, das ist wirklich eine Augenweide, ein schönes Fahrzeug mit der Historie hier zu haben. Und ich bin wahnsinnig begeistert, dass das hier noch vom Portemonnaie geschlossen wird, wie alles so da ist, so wie er eben gerade abgeholt wurde. Vielen Dank. Gerne. Und bis später dann. Jo, danke. Danke Ihnen. Omega, das ist recht. Richtig. Wir urteilen. Ziemlich selten, ziemlich gut erhalten. Auch da haben wir einen Glückwunsch. Ich glaube aber im Moment mal kurz, das geht mit. Ich schaue nochmal schnell, weil wir haben glaube ich auch für Zuhörer was genannt. Ich guck nochmal. Sehr gut. Erster Platz für den Rest. Erhaltene Interview. Schade, dass Sie es nicht sehen können. Sie werden alle Sicherheit begeistert.